Und hallo Leute, willkommen mal zu einem neuen Format. Diesmal mache ich Reviews über Naruto Anime. Über die Folge, ups, ich muss gucken, welche Folge das war. 349. In der Folge ging es um, halt ist ein Filler und ging um Kakashi. Kakashi war, sagen wir mal so, am Anfang hat der Rindu-Sport, sagen wir mal so, mit seinem Chidori. Im Laufe darauf war das ein Albtraum, er ist aufgewacht. Als er aufgewacht ist, ging der und hat sich die Hände gewaschen und hat so irgend so eine Phobie bekommen auf einmal, dass er wenn er seine Hände wäscht, immer noch das Blut in den Händen hat. Später sieht man den noch draußen und draußen wieder lief und er lief an Guy und den anderen aus seinem Team vorbei. Da waren auch drunter, ich habe jetzt gerade den Namen, Azuma war unten drunter. Nicht bei denen. Ja, der lief weiter, hat ihn nur angeguckt und hat nichts gesagt. Später hat einer von denen den Grund genannt, weil es vielleicht Ding war, der Tod von Obito drin, weil er ist der Einzige, der unter dem Team übrig ist. Ja, danach ging der zu einem Buchhandel, sagen wir mal so, hat sich ein Buch geschnappt und das Buch hieß, wie hieß das Buch denn nochmal? Wie stirbt ein Shinobi? Oder ja, wie stirbt ein Shinobi? An ihm lief irgend so eine Person vorbei, er hat gesagt, das wäre drin, war es aber nicht. Später hat er eine Mission bekommen, aber nein, davor wurde der vierte Hokage gewählt. Erstmal wurde Orochimaru vorgeschlagen, aber das hat dann der dritte Hokage abgelehnt. Dann hat der Minato vorgeschlagen. Als er Minato vorgeschlagen hat jeder zugestimmt. Er wurde dann zum Hokage gewählt. Ja, dann hat er eine Mission, den Kakashi eine Mission gegeben, hat den dabei noch Ding mitschicken lassen. Den. Ach, ich muss überlegen, wie war das nochmal? Ach ja, Guy. Guy ist mitgekommen. Auf einmal Kakashi konnte sein Chidori nicht einsetzen. Der taumelte dann auf einmal, fiel um. Guy musste ihm helfen. Der lag da im Krankenhaus. Ja, als er im Krankenhaus lag, kam auf einmal der vierte. Also der vierte Hokage. Hat ihn dann zu den Dingen geschickt. Ja, Ding sag ich noch zu den. Anbu war das, zu der Anbu geschickt. Ja, da hat er seine Kleidung abgeholt, hat sich angezogen. Er sah wie sozusagen der jetzige Kakashi nur mit kürzeren Haaren und vom Körperbau kleiner. Aber sein Charakter ist dann ganz anders. Kushina war auch erstmal schockiert, als sie erfahren hat, dass Yamato, sag ich noch, dass Minato zum Ding gewählt wurde, vierten Hokage. Aber was soll's, für den Filler fand ich schon geil. Diesmal hat man richtig Kakashis Story gesehen. Ja, über Filler von Kakashi, halt von seiner Lebenszeit, halt Filler von allgemein von Uchiha oder so, von Kakashi her, finde ich immer episch. Die muss ich gucken. Mir anschauen. Ja. Ich überlege gerade. Minato der Vierte. Kakashi soll seine rechte Hand werden. Und ich glaube, der sollte bestimmt auch die Dinge infiltrieren. Die Anbu. Der hat ja Angst wegen Danzo und Orochimaru. Man weiß ja nie, Orochimaru ist ja dabei, Ding zu planen. Hat das Wiederbelebung zu einzusetzen. Wenn das Wiederbelebungsjutsu, okay, wenn er das Wiederbelebungsjutsu in dem Moment kontrollieren könnte, dann wäre es schlimm gewesen. Aber sonst, mal schauen, was in der nächsten Folge passiert. Also Leute, bis dahin und ciao.